Alex und Mero hier, die Gamescom ist vorbei, die IFA ist vorbei, wir sind wieder zu Hause in unserer Wohnung und jetzt gibt's die Turn-On-News mit allem, was in der Welt der Technik wichtig war. Mein Gott, wir sind schon ganz aufgeregt. Noch ein paar Tage, bis es offiziell soweit ist, bis das Event von Apple stattfindet und im Vorfeld überschlagen sich inzwischen die Küchen mit Gerüchten. Genau, die Apple Keynote wird am 12. September im neuen Apple Hauptquartier stattfinden, das heißt... In dem UFO? Ja. Im Campus? Nee, heißt jetzt anders. Park? Park. Park. Richtig. Genau. Was genau vorgestellt wird, ist noch nicht ganz klar, aber wir erwarten natürlich das nächste iPhone. Genau. Und jetzt im Rahmen der IFA, beziehungsweise jetzt kurz nach der IFA, kurz vor dem Event, ist jetzt alles Mögliche durchgesickert und alles sei angeblich Fakt, was am Dienstag zu sehen sein wird. Wir erwarten 3 iPhones, das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und das iPhone Edition. Genau. Und dann gab es auch noch Neuigkeiten zu den Farben, zu dem, was man sonst kennt. Gibt es da so etwas sehr Feines, was denn da heißt? Blush Gold? Blush Gold, ja. Oh. Ist wahrscheinlich eine Art Roségold. Ein Leaker hat Fotos online gestellt von den SIM-Karten-Schubladen in den entsprechenden Farben. Mhm. Daraus kann man natürlich jetzt logisch schließen, definitiv, wie die Dinger aussehen werden. Definitiv. Und zu guter Letzt Preis. Mhm. Da wird es auch auf jeden Fall was geben. Ihr könnt euch sicher sein, Portemonnaie wird ordentlich strapaziert werden. Wobei das Einstiegsmodell mit unter 1000 Euro relativ günstig zu haben sein wird, offenbar. Ich nehme gleich 2. Während die meisten von uns sich noch überlegen, ob und wann sie sich einen 4K-Fernseher zulegen werden, hat Sharp mittlerweile ein 8K-Gerät angekündigt. Während wir in Deutschland immer noch darauf warten, HD vernünftig streamen zu können, reden wir schon von Auflösungen in Höhen von 8100 irgendwas mal irgendwas Pixeln. Problem ist da eher, es gibt kaum Inhalte, die man sich in dieser Qualität anschauen kann. Aber Sharp hat auch angekündigt, ein entsprechendes Kit zu veröffentlichen, also eine Art Hilfe für Content-Creator, 8K-Qualität irgendwie aufzunehmen, zur Verfügung zu stellen. Der Markt ist enorm. Wenn man die alten Filmnegative wieder rauskramen würde aus den Archiven und remastern würde, Filmnegative können ja bis zu 16K, also... Also Ende des Jahres wird das Gerät in Asien auf den Markt kommen und dann im Frühjahr auch in Europa. Man muss allerdings um die 10.000 Euro in die Hand nehmen, um sich so ein Teil in die Wohnung zu stellen. Bisher ist ja das Essential Phone vom Android-Erfinder eher gut gedacht als gut gemacht. Denn es ist nur in den USA verfügbar, denn da auch nur für bestimmte Netze. Und wann es bei uns sein soll, steht noch in den Sternen. Und jetzt kommen noch solche Dinge ans Licht wie von iFixit. Die haben nämlich etwas herausgefunden. Die haben probiert, wie leicht das ganze Gerät sich reparieren lässt. Also sie haben es erstmal versucht auseinanderzunehmen, was schon mal nicht so einfach gelungen ist. Dabei ist schon das Display kaputt gegangen. Und auf jeden Fall haben sie dem Essential Phone die schlechteste überhaupt vergebbare Note gegeben. Was natürlich nicht heißen soll, dass ihr selber da rumdoktern sollt an einem Telefon. Aber stellt euch vor, ihr gebt das ab zum Reparieren. Was macht denn der Handwerker damit? Mhm. Ist es einfach, Teile auszutauschen oder muss das ganze Ding in den Müll und ihr müsst ein komplett neues Telefon bekommen? Ist umwelttechnisch natürlich eine Sache, wo man sich denkt, wow, Ressourcen haben wir natürlich unendlich. Unendlich. Einfach neu und her damit. Genau, so wurden zum Beispiel so Teile wie der USB-Anschluss direkt auf die Hauptplatine aufgelötet, sodass du das auch einfach überhaupt nicht austauschen kannst, etc. Irgendwie wurde da nicht so richtig bis zum Ende gedacht, hat man das Gefühl. Aufregung bei Nintendo-Fans. Auf der Nintendo-Seite aus Japan hat man nun den Lebenslauf von Super Mario, dem Obermaskottchen, überhaupt aktualisiert. Und da ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges bei rausgekommen. Wir müssen jetzt alle stark sein. Mario wird in Zukunft kein Klempner mehr sein. Im Gegenteil, in diesem Lebenslauf steht drin, er war vor langer Zeit irgendwann einmal Klempner. Mhm. Seitdem hat er sich mehr auf Sport und sowas konzentriert. Was natürlich merkwürdig ist, weil in den Spielen, aktuellen Spielen und vielleicht auch in den kommenden Spielen, wird Mario fleißig durch Röhren weiter hüpfen. Und das ist ja eigentlich so die Verbindung zum Klempner, ehemaligen Klempner-Dasein. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen verwirrend bleiben. Was für Nintendo-Fans vielleicht auch ganz interessant ist, die eine Nintendo Switch besitzen, ist eine andere Meldung. Und zwar wurde jetzt bekannt, dass einige neue Spiele, die erscheinen werden, nur im Zusammenhang mit einer SD-Karte funktionieren werden. Ja, liegt daran, dass diese Spiele so viel Platz brauchen, so viel Auslagerung bzw. Spieledateien irgendwo hinschieben müssen, dass die Switch alleine einfach nicht reicht. Das erste Spiel, was so erscheinen wird, ist NBA 2K18, ein Basketballspiel, kennen vielleicht viele von euch. Auf der Verpackung soll riesengroß ein entsprechender Vermerk drauf sein, dass auch jeder das beim Kauf mitbekommt und sich danach nicht beschwert. Könnte natürlich auch so eine Speicherkarte mit beilegen. Mittlerweile kosten die ja wirklich nichts mehr in bestimmten Größen.
Aber wie das ja manchmal so ist, manchmal gibt es sogar auch keine Netzteile mit dazu. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Zufällig hat Nintendo gleichzeitig auch noch bekannt gegeben, mit SanDisk eine Partnerschaft eingegangen zu sein. Man kriegt also auch eine Nintendo-gebrandete SD-Karte. Nice. So ein Zufall. Nice. Aber wenn wir schon beim Nintendo Universe sind, es gibt ja noch so etwas, das da heißt Miiverse. Da gibt es für Nintendo-Fans auch eine, ich sag mal, etwas negative Neuigkeit zu berichten. Das Thema ist durch. Das Miiverse wird abgeschaltet, was zur Auswirkung hat, dass einige Wii U und 3DS-Spiele ihre sozialen Funktionen einbüßen. Da sind zum Beispiel drunter Super Mario Maker und Splatoon, der erste Teil. Im Grunde ist es vielleicht gar nicht so furchtbar, denn Nintendo will ja auch weiter nach vorne gehen. Die haben ja vor, ihre Plattform zu entstauben, neu anzupassen, auch aufgrund der Switch, eine neue Konsolengeneration. Also im Grunde heißt es nicht traurig sein, sondern einfach darüber freuen, was Nintendo für die Zukunft plant. Wie zum Beispiel auch neue Konsolen, die SNES Mini, ein neues Mario. Genau, Odyssey. Mario Odyssey kommt jetzt bald. Super. Was waren diese Woche eure News und eure Highlights der Tech-Welt? Schreibt es uns bitte in die Kommentare. Wir sind sehr interessiert. Oh, und wenn ihr auch auf Crowdfunding-Plattformen unterwegs seid, postet es auch mal gerne in die Kommentare, denn wir sind natürlich auch immer heiß nach neuen gekickstarteten, geindiegogoten Dinge, die wir hier vielleicht auch mal aufnehmen oder testen können. Innovation. Oh, von allen finanziert.